Freunde, lasst mich euch was erzählen. Das ist eine wahre Geschichte und das hat sich letztes Jahr ereignet im Frühjahr. Damals das Drachenwadl auf 115 Euro ein Display war und nach Tarif 250 Euro. Da war ich in diesem Pokémon-Kartengeschäft und da kam ein Typ ran, der angeblich, so wie ich es gehört habe, ein riesengroßer Sammler ist. Und ich habe mit der Person begonnen zum Reden und er meinte, hey, modernes Pokémon-Karten investieren ist schwachsinnig, das funktioniert nicht, bla bla bla, das geht alles auf null quasi. Ja, zu viel geprintet. Und das hatte mich irgendwie innerlich sehr gestört. Ja, und da habe ich gesagt, hey du, das was du da sagst, stimmt nicht. Denn Drachenwandel, du kannst mir nicht erzählen, dass Drachenwandel nicht Investment ist. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht denkst, dass nach Taravimex teurer wird als 52 Euro. Und ich bin mit dieser Person eine halbe Stunde gesessen am Tisch und wir haben diskutiert. Es wurde auch etwas laut und wir hatten keinen Konsens gefunden. Wir hatten eine unterschiedliche Meinung zu dem Thema und das ist vollkommen okay. Und ich habe nicht verstanden damals, warum jemand denkt, dass das nicht steigen kann. Und jetzt war ein Kommentar, nachdem ich jetzt ein paar Videos gemacht habe die Woche, hat jemand gefragt, hey Pokesh, wie schaut's aus? 500 Euro Lost Origin in 5 Jahren oder 10 Jahren hat er geschrieben. Und dann kamen Kommentare zu dem Kommentar und da wurde die Person richtig ausgelacht. Und da gibt's ein paar Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Das erste ist mal der Zeithorizont. Warum betrachten Menschen das Leben nur mit 1, 2, 3 Jahren? Ja, warum schauen Menschen nicht strategischer? Warum planen sie nicht auf 10 Jahre? Das verstehe ich nicht. Ja, meiste Menschen schauen die Zukunft schon 1, 2 Jahre. Und alles, was passieren wird, steht in den Sternen, kein Plan. Und die Sache ist die, wenn man in die Zukunft blickt, scheint es so, es würde nicht kommen. Wenn man zurückblickt, ist es so, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich weiß noch, wie ich 20 war, habe ich nach vorne geblickt, ich werde nie 30 sein. Die Zeit ist gekommen. Wenn ich zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass die Zeit verflogen ist und dass sie immer schneller vergeht. Aber das heißt mal ein anderes Thema. Aber wenn man ein Zielsammler ist, dann sollte man definitiv einen Zeithorizont nehmen, der mehr als 2-3 Jahre ist. Auch mal 10 Jahre. Ja, ist man bereit, das wegzustellen? Je früher, desto besser. Ja, wenn man, je jünger man ist und strategischer agiert, desto mehr hat man nachher auch am Ende. Ja, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele Menschen einfach nicht kapieren, dass das Leben mehr als 1-2 Jahre in die Zukunft geht. Ja, man ist in 20 Jahren auch noch da. Und ich bin in 20 Jahren hoffentlich noch ein fitter Mensch. Das zweite ist natürlich, dass die Meinungen sehr verzerrt sind. Ich schaue auch anderen Karten-Content, nicht nur Pokémon-Karten. Und natürlich schaue ich, was da so herum abgeht in den Szenen. Und ich habe zum Beispiel gesehen, damals im Hype, da war jemand, der Unterhaltungsvideos macht. Ja, Leute unterhaltet, Videospiele spielt und solche Sachen und auch Karten macht. Und der hat sich so mega aufgeregt, dass Leute Interesse haben, in Karten zu investieren. Und ich frage mich, was ist das Problem darin? Ja, es ist vollkommen okay, wenn man eine Leidenschaft hat und dort sein Geld parkt. Weil wer möchte sein Geld am Sparkonto haben, wo das Geld immer weniger wert ist? Besser, man haut es irgendwo rein, wo es wenigstens inflationsgeschützt ist. Und Pokémon hat das schon mal extrem bewiesen. Und zu sagen, dass Lost Origin niemals 500 Euro erreichen wird, das ist meiner Meinung nach lächerlich. Natürlich wird es 500 Euro erreichen. Schaut euch die Videos an, was ich hier gemacht habe, zum Beispiel von Evolution. Ja, schaut euch Drachenwand an. Schaut euch Schwert und Schild an. Die Sets sind teuer. Die werden teuer. Ich sage nicht, dass Kamezin Purpur wie Schwert und Schild wird, aber auch Kamezin Purpur wird irgendwann mal teuer. Sofern Pokémon nicht komplett in Arsch geht. In, ich weiß nicht, 1000 Jahren oder so. Wer weiß, was in 1000 Jahren ist. Ich meine, so weit blicke ich jetzt nicht in die Zukunft, weil es mich nicht betreffen wird. Es wird niemanden von uns betreffen. Aber wenn wir Zeithorizonte betrachten, 20 Jahre, dann bin ich sehr zuversichtlich, was Pokémon angeht. Und Pokémon hat bewiesen. Natürlich kann man sagen, okay, wenn 2016 der Pokémon Go-Hype nicht gewesen wäre, wäre Pokémon nicht das, was heute wäre. Wenn der Logan Paul-Hype nicht gewesen wäre, dann wäre Pokémon nicht das, was es heute ist. Das stimmt alles, aber davon auszugehen, dass nie wieder externe Schocks kommen von außen, die die Nachfrage ankurbeln oder das Interesse, das würde ich sehr gewagt sagen. Ja. Und der Pokémon-Kartenmarkt ist immer noch extrem angeheizt, das merkt man in Japan. Alles ausverkauft, die Händler verkaufen es lieber ins Ausland, obwohl es eigentlich verboten ist, weil sie mehr Profit machen. 40 Euro Boxen werden für 20 Euro verkauft, es kommen dann mega viele Reprints. Also was sich in Karten abspielt, ist extrem heftig. Und auch so eine Sache ist, was ich nicht verstehe, natürlich, es gibt Leute, die haben mit Karten nichts am Hut. Und wenn man Leuten sagt, dass Pokémon-Karten teuer werden oder generell Karten, bei Yu-Gi-Oh-Karten, Magic-Karten, was auch immer, also Produkte, dann schauen Leute immer so, als würden sie das nicht glauben. Ja, sie sind immer sehr skeptisch und sie zweifeln sehr daran. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Menschen, ein durchschnittlicher Sammler, halt sich nur Booster kauft und die aufmacht und sich noch nie irgendwelche Statistiken angesehen hat. Anders kann ich mir nicht erklären, warum Menschen
generell so skeptisch sind, was Karten angeht. Das ist etwas, was ich nicht verstehen werde. Und der nächste Punkt ist ja auch an meiner, und zwar Vintage versus moderne Karten. Vintage-Karten sind alle runtergekracht, tut sich nichts. First Edition Karten gehen sogar runter zur Zeit, stärker als Unlimited, wahrscheinlich weil so viele Streamer First Edition Produkte aufgemacht haben. Und moderne Produkte sind generell sehr am Steigen. Ja, das Interesse, die Nachfrage hat sich extrem verschoben. Und wenn wir uns die Marktvolumen anschauen von modernen Pokémon Produkten versus den alten, da liegt einfach viel mehr Geld, weil viel mehr Leute das haben wollen. Ja, das Interesse ist einfach da und ich verstehe das ehrlich. Ich habe vor 3 Jahren selbst, wie ich diesen Kanal gestartet habe, da habe ich selbst die Überzeugung gehabt, dass Vintage besser ist. Aber die Schwert- und Schild-Ära, die hat mich persönlich echt dazu gebracht, dass ich lieber moderne Sachen habe. Ich bin mir bewusst, dass Karten wie Amber und VMAX, dass es die tausende Male gibt, aber ich habe diese Karte lieber als irgendeine Vintage-Karte, die ähnlich teuer ist, weil die Karte einfach viel besser ausschaut. Es ist Schwert und Schild, es hat Nostalgie. Und auch darf man nicht vergessen, dass die ganzen jungen Menschen, die jetzt nicht unser Jahrgang sind, die interessieren sich nicht für Wizard of the Coast und die werden sich dafür auch nie interessieren, sondern die interessieren sich für das, mit dem, was sie aufgewachsen sind. Und Pokémon hat einfach einen richtig guten Job gemacht bei Schwert und Schild. Die Lotteriekarten, die sind so selten zu ziehen. Und wenn wir uns Lost Origin anschauen, Giratina ist eine 300-Euro-Karte. Natürlich ist die extrem häufig gecredited, aber es sind extrem viele Leute, die Interesse haben, diese Karte zu besitzen. Und das sind vor allem für auch viele junge Leute, ja, viele Eltern, viele Familien, die dann diese Karte daraus ziehen wollen. Und das sind alles Punkte, die man nicht vergessen darf. Ja, diese ganzen Vintage-Karten, hat man ab und zu das Gefühl, dass es so Sekten sind, vor allem in Amerika, die da ständig davon reden, dass man nur diese alten Sachen kaufen kann, die sich eh kein normaler Mensch mehr leisten kann. Ja? Kein normaler Mensch kauft sich 1000 Euro Karten. Ja? Das macht niemand. Die meisten Leute kaufen sich Karten für 50 Euro mal, ja? Für 100 Euro mal eine Top-Karte. Vielleicht gönne ich mir mal eine Karte für 200 Euro Schwert und Schild. Ja, vielleicht kaufe ich mir 3 Displays aus einem Set. Das sind so die Fragen der normalen Casual-Sammler. Ja, da geht es nicht darum, bei den meisten, ob sie sich jetzt hier irgendeine Vintage-Karte kaufen für ein paar tausend Euro. Das ist halt nicht der Fall. Und Pokémon-Karten sind nicht günstig. Ja, nicht nur Wizard of the Coast, alles dazwischen ist alles sau teuer. Sonne und Mond ist auch extrem teuer. Also jede Pokémon-Karten-Ära ist extrem teuer. Team-Up 1000, Flashfire auf 3000. Ja. Die letzten 2 Äras vor Schwert und Schild. Die Displays kosten alle eine Stange Geld und das wird auch weiterhin so sein. Daran wird sich nichts ändern. Ja, diese Basics von Angebot und Nachfrage, die werden einfach da bleiben. Und sofern das Interesse an Pokémon nicht komplett abreißt, und ich glaube, Pokémon ist schon, kann man sagen, ein Franchise, was zu groß ist, um zu fehlen in dem Aspekt, weil es so gut vernetzt und strukturiert ist, dass Pokémon-Karten, modern Schwert und Schild, eine super Sache sind. Ja, und zu sagen, dass ein Overprint stattfindet, das ist ja auch dieses Argument ständig, es werden zu viele Karten geprintet. Ja, sie werden viele Karten geprintet, aber die Nachfrage ist auch dementsprechend hoch. Es wird in die Nachfrage hinein geprintet. Selbst im Crash hat Pokémon extrem gut Stand gehalten gegenüber anderen Kartenspielen. Die Nachfrage ist einfach da. Die Displaypreise sind alle extrem hoch und Schwert und Schild schon. Die Ära ist noch nicht mal ganz vorbei. Erst am 5. Mai endet sie mit dem letzten Zinter-Könige-Produkt. Und die Preise sind schon am Steigen. Ja, ich sehe Schaugeherrschaft auf 140, Brilliant Stars auf 180, Drachenwanden auf 380, Lost Origin auf 130, Silver Tempest ist schon bald auf 135. Ja. Die Tendenzen sind eindeutig. Und jeder muss natürlich selber wissen, was er tut. Ja, natürlich sollte man sich mit Karten identifizieren in irgendeiner Weise. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die kaufen einfach nur hinein, ohne Interesse. Das kann auch funktionieren, wenn man sich ein paar Videos anschaut, aber es ist immer gut, ja, nicht auch selber sich eine Meinung zu machen. Ja, nur weil irgendwo ein Video ist, auch von mir, informiert euch noch bei anderen Leuten natürlich und schaut, ob sich diese Meinungen decken. Deckt sich das mit eurer Meinung? Und seid immer kritisch, ja, auch wenn ich was sage. Denkt selber drüber nach. Ich weiß auch nicht alles. Ja. Ich schaue einfach nur, was ich sehe. Ich gebe euch meine Meinung. Ich mache Videos über das Ganze. Aber immer ganz wichtig, hinterfragt Dinge.
wenn ihr das auf Social Media seht. Ja. Und wenn ihr jetzt noch Interesse habt, schaut euch dieses Video an über deutsche Karten, schaut euch dieses Video über Drachenwandler an, schaut euch dieses Video über einen coolen Einkauf an oder schaut euch dieses Video an zum Spaß. Urblätter, wir hören uns.